Dann wissen wir auch, was über sie. Worauf will ich mich erstmal konzentrieren? Ich glaube, erstmal lernen. Weil das müssen wir auch wieder machen. Ja, wisst ihr, jetzt ist nämlich schon wieder der Test. Ich habe mich gut geschlagen. Mathe-Test läuft immer noch nicht so gut. Ich habe mich okay geschlagen, nehme ich an. Wissenschaftstest auch nur okay. Sozialwissenschaften, okay, also lief gut. Und Kunsttest nicht so gut. Die Testergebnisse werden bekannt gegeben. Wir sind auf den 72. Platz diesmal. Sehr schön. Wir sind zumindest schon mal, ja, bei den, ich sag mal, Guten dabei, ne? Das Aussehen müsste wieder... 38, hast recht. Jetzt wird es allerdings wirklich schon schwieriger, alles zu managen. Aber ja, für die Frau unserer Träume brauchen wir ja eh nur Wissenschaft. Das heißt, da müssen wir nur gelegentlich achten. Erstmal anrufen. Und das nächste Date klar machen. Megumi date ich später. Ich mache erst nochmal Yuina. Weil sie soll ja die Dame unseres Herzens werden. Und wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Hallo, hier ist Yuina. Ja, hier ist Will. Wir wollen ein Date mit dir. Deswegen sag ja. Zum 22. März. Ich würde sagen, zum Central Park gehe ich nochmal mit dir. Würdest du mit mir am 22. März zum Central Park gehen? Oh, zu schade. Ich bin tatsächlich an den Tag frei. Gut, es hat geklappt. Wir haben unser Date. Das heißt, jetzt kann ich erstmal zusehen, dass ich mein Aussehen wieder verbessere. Ein paar Tage habe ich ja Zeit, bis es soweit ist. So. Deswegen erstmal das Aussehen. Oh, ich bin ziemlich ausgelaugt heute. Hey, da ist Megumi. Hey, Megumi. Oh, Will. Gehst du nach Hause? Dadurch, dass sie schüchtern ist, werde ich wahrscheinlich nicht viel Glück haben, dass sie mit mir geht. Deswegen, ja, ich gehe nach Hause. Tschüss. Na je. Und wenn ich überlege, das Mädel zu erobern, ist halt am schwierigsten, weil man nur ein Jahr Zeit hat für die. Ne? Hey, guten Morgen. Ach, es ist schon wieder der weiße Tag, ne? Was willst du, Ray? Hast du etwas Schokolade mitgebracht und sie jemandem zurückgegeben, frage ich mich. Natürlich habe ich das. Oh, na viel Glück dann. Ich muss mich zusammenreißen und etwas Schokolade zurückgeben. Ich habe ein bisschen Geld zusammengekratzt und die eine extra Spezialschokolade bekommen. Alles klar. Wen soll ich diese spezielle Schokolade geben? Okay, das ist scheiße. Die Dame unseres Herzens ist nicht dabei. Es sind jetzt nur die Mädels dabei, die uns auch Schokolade halt gegeben haben. Wer war noch neutral? Ich glaube Yumi, ne? Ne, Megumi. Ich gebe Megumi hat mir Schokolade gegeben. Ach egal, sie kriegt einfach welche. Oh, Megumi. Ja, was ist denn? Hier, das ist für dich, weil du mir etwas Schokolade am Valentinstag gegeben hast. Oh, danke. Ich bin glücklich. Sie schien ziemlich glücklich darüber gewesen zu sein. Sehr schön. Okay, das heißt, was machen wir jetzt? Anrufen. Yuina, das Date haben wir. Dann versuche ich jetzt einmal Megumi. Mal gucken, ob sie überhaupt bereit ist für ein Date. Hi, hier ist Megumi. Hier ist Will. Will? Weswegen rufst du an? Um mit dir am
Samstag, den 21. auf ein Date zu gehen. Wohin kann man schüchterne Mädels ausführen? Das ist halt schwierig. Wobei, ich gehe mit dir zum Einkaufszentrum. Würdest du mit mir zum Einkaufszentrum am 21. März gehen? Ich erinnere mich gerade auch wieder, Lord Weißbrot. Ich habe es nur im ersten Moment nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hatte irgendwie nur im Kopf, so, dass sie sich begrüßt haben, aber es mit der Schokolade war in dem Moment kurz entgangen. Es wäre mir ein Vergnügen. Gut, dann treffen wir sie im Einkaufszentrum am 21. März. Hm? Ich kann dich nicht hören. Alles klar, habe verstanden. Vergiss es nicht, okay? Ich hoffe, sie lässt uns nicht sitzen. Aber ich glaube, es ist einfach die Schüchternheit, die durch sie durchringt. Gut, Magazin können wir gerade nicht nachgucken. Was haben wir sonst noch? Ich überlege gerade. Was das Aussehen würde ich jetzt erstmal noch machen. Dass wir auf jeden Fall erstmal wieder so im 50er Wert sind. Oh ja, und die Frühlings-Zeitumstellungszeit ist da. An dem Tag haben wir direkt unser Date mit Megumi. Gut. Ab zum Einkaufszentrum mit ihr. Alles klar, ich sollte auf Megumi beim Einkaufszentrum warten. Dann gehen wir direkt hin. Okay. Schickes Outfit. Hast du auf mich gewartet? Nein. Ich bin froh, dass ich nicht zu spät bin. Es wird wärmer und wärmer. Es ist auch Frühling. Die schläfrige Jahreszeit hat angefangen, hm? Wo sollen wir dann hingehen, hm? Gut, bei ihr gehe ich in den Accessoire-Shop. Also Krimskramsladen. Oh, okay. Dann los geht's. Glaubst du, dass das süß ist? Ja, es passt hier, Megumi. Ich glaube nicht. Aber der da drüben ist süßer. Ist auch süß. Ja komm, der passt zu dir. Oh, ich bin froh, das zu hören. Sieht so aus, als hätte ich den perfekten Eindruck hinterlassen. Ja, das auf jeden Fall. Also sie fällt sehr auf mit der Kleidung. Hattest du Spaß? Ich hatte eine Menge Spaß. Kann ich dich mal wieder ausführen? Ja. Alles klar, dann rufe ich dich an, okay? Können wir zusammen gehen? Du willst, dass wir zusammen nach Hause gehen? Ja. Okay. Sie hat ihre Schüchternheit überwunden. Zumindest ein bisschen. Oh ja, und jetzt ist direkt das Date mit Yuina. Gut, Yuina, wir kommen. Ja, hast du auf mich gewartet? Nö. Sie sieht ein bisschen wütend aus, oder täuscht das? Oh, es sind Kirschblüten. Es ist Hanami. Es ist schön, so etwas wertzuschätzen. Auch wenn es nur einmal eine Weile ist, oder? Stimmt ja. Oh ja. Das sieht echt cool aus. Es ist ziemlich wunderschön. Die Straße wird ziemlich dreckig später, hm? Ja, im Prinzip schon, aber egal. Ja genau, Kirschblütenzeit ist gerade, Sinas. Es klingt nicht ganz nach dir, Yuina. Die Blumen sind das Symbol von Japan. Ich sag mal, die Blumen sind das Symbol von Japan. Momentan, trotzdem. Es ist, wie es ist. Hat also jetzt nicht viel gebracht.
Ich verlangsame meine Untersuchung, aber das ist schon in Ordnung. Oh, stimmt, danke. Komm schon, lass uns zurückgehen, Will. Ja. Gut, es ist schon wieder abends, ich kann wieder nicht in Magazine blättern. Stresslevel ist schon wieder recht hoch. Senken wir erstmal den Stress. Die Frühlingspause beginnt. Naja, muss nicht unbedingt, Max. Ich meine, man merkt ja schon so ein bisschen ihre schüchterne Art, dass sie halt zögert, ne? Und dieses, deswegen. Also ich glaube nicht, dass es so sehr vorgespielt ist. Ich meine, manchmal muss man seine Schüchternheit wirklich auch überwinden. Es kann manchmal große Vorteile bringen. Wenn man es denn schafft. Was wollte ich jetzt? Stresspegel senken, ne? Wobei, es geht ja gerade, 66. Ja komm, machen wir es nochmal. Okay, ich frage mich, worauf ich... Ach scheiße, jetzt habe ich vergessen anzurufen. Gut, worauf konzentriere ich mich die Woche? Ich kann mich mal wieder aufs Lernen konzentrieren. Ist ja bald wieder Prüfung. Klassenzimmer. Heute beginnt mein letztes Jahr. Ein Jahr übrig, bis ich, Och, Mann. Ein Jahr übrig, bis ich abschließen kann. Wenn ich Shioris idealer Typ sein will. Ich bin gerade nur gut beim Thema. In einem Thema. Ich muss meinen Körper und meinen Verstand trainieren. Ich muss, ja, mehr konversationsfreudig sein. Ich bin nicht cool genug. Aber ich glaube, ich kann ziemlich gut mit Megumi auskommen. Oh, ich muss mit dem Schuldirektor über meinen Karriereweg reden. Ich gehe zum Lehrerzimmer später hin. Wie soll mein Karriereweg aussehen? Ui, entweder aufs College gehen, einen Job holen oder den Weg eines anderen ansehen. Ja, das ist jetzt die Frage aller Fragen, ne? Ja gut, dann eben Schulberater. Na, was nehme ich, ey? Was passiert, wenn ich dem Weg eines anderen nachgucke? Ah, okay. Was will ein Yuina machen? Yuina plant an... an einer Top-Firma zu arbeiten. Wird sie angenommen? Okay. Dann werde ich mir auch einen Job holen. Ja. Okay, ich muss direkt zum Lehrerzimmer. Ich habe den Lehrer meine Hoffnung für die Zukunft erzählt. Von dem, was ich dir gerade sagen kann, bekommst du lediglich ein Angebot von einer drittklassigen Firma. Drittklassig ist ja nicht besonders gut. Das können wir aber noch ändern, indem wir halt besser werden. Okay. Das ist gerade echt kritisch. Mein Aussehen ist auch schon wieder bei 45, ja. Erstmal nächstes Date mit Yuina klar machen. Hallo, hier ist Yuina. Und hier ist Will.
brauche ein Date von dir. Ich würde sagen den 26. Und ich gehe mal mit dir zum... ja, Planetarium? Ich würde jetzt vermuten, das ist wahrscheinlich für dich auch nicht der spannendste Ort. Aber sie mag ruhige Orte. Nehmen wir mal das Planetarium. Würdest du mit mir am 26. April zum Planetarium gehen? Oh, zu schade. Ich bin an dem Tag nicht frei. Okay, das war schon wie ein Griff ins Klo. Ich glaube, Yuina wird nix. Wenn das so weitergeht. Okay. Das ist nicht gut. Naja, das geht ja gerade nicht. Also so kommen wir auf jeden Fall nicht groß voran. Und wir haben halt schon April, ne? Wie gesagt, ein Jahr noch und dann... Das wird schon schwierig. Egal, ich mache erstmal Aussehen. Und wieder mal bin ich ziemlich ausgelaugt. Oh, da ist Ayako. Hey, Ayako. Oh, Will. Du willst nach Hause? Wirst du mit mir nach Hause gehen? Ja, macht mir nichts aus. Na, dann lass uns zusammen nach Hause gehen. Und wir hatten Spaß dabei, nach Hause zu gehen. Yay. Okay. Oh, heute ist Shioris Geburtstag. Ja, natürlich geben wir ihr noch ein Geschenk. Die Frage ist nur, was geben wir ihr? Ein Haarband, Ohrringe oder eine Tonfigur? Ein Haarband. Okay, ich gebe ihr ein Haarband. Hey, Shiori! Oh, was ist denn? Ist etwas los? Heute ist dein Geburtstag, oder? Hier, ich habe ein Geschenk für dich. Oh, ich bin so glücklich. Kann ich es öffnen? Na klar, tu dir keinen Zwang an. Also, magst du's? Oh, das wollte ich schon immer. Ich werde es gut aufbewahren. Die schienen sehr aufgeregt gewesen zu sein. Ich bin froh, dass ich ihr das Geschenk gegeben habe. Sehr schön. Ja. Okay, was soll ich heute machen? Yuina, ich lasse nicht nach. Was ich von dir brauche, ein Date. Am 26. Ich glaube, es ist derselbe Tag, ne? Egal, ich versuch's nochmal. Im Planetarium. Würdest du mit mir am 26. April zum Planetarium gehen? Oh, nee, klappt leider nicht. Okay. Ja gut. Das ist gar nicht gut. Das ist mit ja gar nicht so klappt. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich umschwenke, weil wir haben ja die Info bekommen, mit Megumi würde es eher klappen. Deswegen ist jetzt die Frage, sollen wir uns doch eher auf Megumi konzentrieren? Weil da können wir vielleicht die besseren Chancen haben. Aber da müsste ich halt auch nochmal nachgucken, was für die Anforderungen sind. Weil ich glaube, Yuina wird doch zu schwierig. Dadurch, dass ich echt nicht ein Date mehr kriege. Ich guck mal nach.
Also es scheint so zu sein, als wäre bei Megumi keine besonderen Anforderungen. Wird aber, glaube ich, trotzdem nicht einfach sein, sie zu erobern, ne? Obwohl doch, scheiße. Ja gut, ich sehe hier auch gerade, also Megumi könnten wir nicht schaffen. Weil wenn wir sie erst im dritten Jahr treffen, dann schaffen wir es nicht, die Anforderung zu erfüllen. Also, ja, das ist scheiße. Aber die Anforderungen sind halt auch schon krass. Fast alles 100. Kultur auf 50. Ja, Spirit bei 70. Und Stress unter 30. Das werde ich auf jeden Fall nicht kriegen. Jetzt will ich nochmal bei Yuina gucken. Ah ja gut, doch, jetzt sehe ich doch, da brauche ich doch etwas mehr. Also Logic muss ich da bei 120 hinkriegen. Und ich sollte natürlich bessere Noten als sie kriegen. Aber das ist ein leichtes. Aber wie viel habe ich gerade bei Logik? 89. Inside muss ich 100 schaffen. Das sieht ja ganz scheiße aus. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was Inside nochmal steigert. Ich glaube, wenn man mit den Leuten mehr redet, ne? Das, was das steigern kann. Na gut.